Der legendäre Amp-Hersteller Marshall ist vor allem unter Rockbands bekannt. Gitarristen wie Jimi Hendrix oder Eddie Van Halen vertrauen dem Sound von Marshall und bestücken die Bühnen der Welt mit Amplifiern des britischen Unternehmens. Neben Lautsprechern und Kopfhörern gibt es nun auch ein Smartphone von Marshall. Der Test zeigt, wie viel Talent das 550 Euro teure Marshall London hat und wie es sich auf der großen Smartphone-Bühne macht. Bereits auf den ersten Blick sieht man, dass es sich bei Marshall London um ein Smartphone handelt, das anders ist als alle anderen. Es weist äußerlich den typischen Charakter eines Marshall Amplifiers auf und ruft, vor allem bei Musikern, die mit den Verstärkern der Briten vertraut sind, ein Gefühl von Rock'n'Roll hervor. Das Gehäuse besteht aus weichem und griffigem Kunststoff. Der Rahmen fühlt sich dabei noch etwas geschmeidiger an als die Rückseite. Dieser Umstand sorgt für ein unglaublich gutes und sicheres Gefühl, wenn man das 148 Gramm leichte London in der Hand hält. Auch die Größe dürfte ihren Teil dazu beitragen, denn der Hersteller hat sich für ein 4,7 Zoll großes Display entschieden. Dass das London einen Zentimeter dick ist, ist kein Nachteil, es kommt dem Design und der Haptik sogar entgegen. Auf den zweiten Blick stechen Details ins Auge, die man so bei aktuellen Smartphones nicht sieht. Zum einen verzichtet Marshall auf eine Lautstärkewippe und ersetzt diese durch ein Drehrädchen aus Metall, das bei eingeschaltetem Display die Kamera-App hervorlockt, wenn man draufdrückt. An der oberen Kante findet man ebenfalls Elemente, die einzigartig sind. Mittig platziert man einen Knopf, der diverse Musikfunktionen beherbergt. Rechts und links daneben befindet sich jeweils ein Eingang für Kopfhörer. Außerdem befinden sich ober- und unterhalb des Displays Stereo-Lautsprecher, die nach Angaben von Marshall die lautesten sein sollen, die man derzeit in einem Smartphone vorfindet. Marshall stattet das London mit einem 4,7 Zoll großen IPS-Display aus, das mit 720x1280 Bildpunkten in HD auflöst und damit eine Pixeldichte von 312 ppi aufweist. Als schützende Schicht legt der Hersteller das von Corning bekannte Gorilla Glass 3 über das Panel. Nun könnte man Marshall vorwerfen, dass Full HD zu so etwas wie einem Standard bei Smartphone-Displays mutiert ist. Allerdings wird man als Nutzer des London diese Auflösung nicht vermissen. Zum einen, da das Display etwas kleiner ausfällt als die mittlerweile etablierte Größe von 5 Zoll, zum anderen, weil der Bildschirm kaum einen Grund zur Beanstandung gibt. Details werden scharf abgebildet, die Kontraste sind gut und die Farben realitätsgetreu. Auch der Weiß- und Schwarzwert können überzeugen. Die Blickwinkelstabilität hätte jedoch einen Tick besser sein können. Kippt man das London, büßt das Display verhältnismäßig viel Helligkeit ein. In die Seiten haut man Marshall London ein Snapdragon 410 von Qualcomm. Dabei handelt es sich um einen Quad-Core-Prozessor, dessen Kerne mit 1,4 GHz takten. Laufende Prozesse werden in einen 2 GB großen Arbeitsspeicher ausgelagert. Zwar ist die CPU nicht im High-End-Sektor beheimatet, liefert in Kooperation mit dem Arbeitsspeicher aber dennoch eine akzeptable Leistung. Android in seiner Rohfassung dürfte hier wohl auch dazu beitragen, dass man sich flüssig durch die Menüs hangelt. Lange Ladezeiten sind eher eine Ausnahme und auch umfangreiche Apps sind zügig offen. Der interne Speicher des London umfasst 16 GB und lässt sich per MicroSD-Karte erweitern. Da das Handy vor allem Musikfans anspricht, erlaubt Marshall den Einsatz von 128 GB SD-Karten. Erwähnenswert ist auch, dass Marshall mit der Wolfson WM8281 eine eigenständige Soundkarte im London unterbringt. Sie hilft nicht nur die großen Datenmengen des FLAC-Formats flüssig abzuspielen und aufzunehmen, sondern schont den Akku, da nicht der gesamte Prozessor beim Musikhören arbeiten muss. Zwei Kameras sind an Bord des Marshall London. Auf der Rückseite befindet sich hinter der Optik mit einer Blende von f2.4 ein 8-Megapixel-Sensor. Im Videomodus zeichnet er Filme in Full-HD-Qualität auf. Begibt man sich ins Dunkle, lässt sich eine LED hinzuschalten, die Licht spendet. Auf der Vorderseite steht Selfie-Fanatikern eine 2-Megapixel-Kamera zur Verfügung, die die gleiche Blendenzahl aufweist. So viel spuckt das Datenblatt aus. Wie sieht es aber in der Praxis aus? Die Hauptkamera liefert Fotos, die etwas über dem Schnappschussniveau liegen. Mit der Konkurrenz von LG, Sony und Samsung kann sie aber bei weitem nicht mithalten. Zudem sind die Einstellungsmöglichkeiten der reinrassigen Google-Kamera begrenzt. Eine Belichtungskorrektur beispielsweise bekommt man nach dem Fokussiervorgang nicht mehr hin. Um die Belichtung anzupassen, weil das Bild insgesamt zu dunkel oder zu hell erscheint, muss man auf eine andere Stelle im Bild tippen, was aber zur Folge hat, dass sich auch der Fokuspunkt verändert. Abhilfe kann eine andere Kamera-App aus dem Play Store schaffen. Das Marshall London läuft mit Android in der Version 5.0.2 Lollipop.
Auf eine eigene Nutzeroberfläche verzichtet der App-Hersteller, was zügige Updates seitens Google garantieren dürfte. Zum anderen macht sich das bei der Performance bemerkbar. Dennoch installiert Marshall einige Apps vor, die aus dem Android-Handy ein Android-Musik-Handy machen. Dazu zählen Edging London, die FNAC Jukebox, Loopstack for Marshall, Mixcloud, den Musikplayer Musik, sowie das Spiel Rockabilly Bros. Und den Soundrecorder. Der MP3-Player des Marshall London umfasst alles, was sich das Herz eines Musikliebhabers wünscht. Die Musik ist sortiert nach Tracks, Interpreten, Alben, Wiedergabelisten und Ordnern. Zudem hat man einen sehr umfangreichen Equalizer inklusive Bassboost. Durch das Drücken der M-Taste an der oberen Kante des London lässt sich der Equalizer app-übergreifend einstellen und regelt nicht nur in der Musikabspielanwendung die Höhen und Tiefen, sondern auch bei Apps wie Soundcloud, Spotify und Mixcloud. Zudem gibt es dort die Möglichkeit, die Lautstärke jedes einzelnen der beiden angeschlossenen Kopfhörer separat zu regeln. Die Lieblingssongs lassen sich auf dem London nicht nur als MP3, sondern auch als FLAC-Datei abspielen. Zudem nimmt das Smartphone auch in Stereo- und FLAC-Qualität auf. Über die zwei Lautsprecher auf der Vorderseite wird Musik hören auf dem Smartphone zu einem wahren Genuss. Viele portable Bluetooth-Lautsprecher sind leiser und klingen schlechter. Über die beiliegenden Kopfhörer mit Headset-Funktionen, die bei Marshall als Mode Black and White für 59 Euro verkauft werden, klingt Musik ebenso gut. Zum ersten Mal in einem Test bei Inside Handy hat die Redaktion das Gefühl, dass sich der Hersteller Gedanken um die Musikwiedergabe über Kopfhörer gemacht hat. Alles andere wäre beim Kopfhörerspezialisten Marshall aber wohl eine Enttäuschung. Long Live Rock'n'Roll prangt auf dem 2500 mAh großen und austauschbaren Akku. Doch gilt das auch für die Akkulaufzeit? Am Ende eines anspruchsvollen 8-stündigen Arbeitstages, wie dieser aussieht, erfahrt ihr im Test, der Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung, ließen sich 72 übrig gebliebene Prozent von der Akkuskala ablesen. Bestwert. Kein anderer getesteter Akku bei Inside Handy erreichte einen solch hohen Wert. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist im Fall des Marshall London nicht ganz einfach zu bestimmen. Zum einen werden Musiker gerne 550 Euro ausgeben, da sie von den vielen Musikfeatures profitieren. Ein Otto-Normalnutzer wird die Musikfunktion wohl nicht so sehr zu schätzen wissen und keine 550 Euro für ein Mittelklasse-Smartphone ausgeben. Telefone mit einer ähnlich technischen Ausstattung, aber ohne eben diese Musikfunktion, gibt es bereits für 300 Euro.